So, wenn du die Rundfunkgebühren nicht zahlst, bekommst du erstmal eine Zahlungserinnerung. Dieser Ministerrat, der das jetzt erstmal so blockiert hat, gegen den kann aber jetzt per Klage wieder vorgegangen werden. Kommt auch nach den Mahnungen kein Geld von dir, wird ein sogenannter Festsetzungsbescheid verschickt. Okay, let's go. Heute geht's um die GEZ. Wenn es euch gefällt, gebt uns den Daumen. Fragen schreibt bitte einfach in die Kommentare. Wir erklären euch heute die neuesten rechtlichen Entwicklungen, wenn es um die Rundfunkgebühren geht. Und jetzt geht's los. Und Abo nicht vergessen. Lieblingsthema der Deutschen, die GEZ. Oder wie sie neudeutsch heißt, Johannes, du weißt es immer so gut. Das ist die Servicegebühr. Exakt. Ich glaube, du kannst deine Kamera noch so ein bisschen tiefer machen, damit man ein bisschen was von dir. Mein Service für dich, Genau. ich mache so besser. Du bist ja nicht gebührenfinanziert. So ist besser. Dann kann man dich auch sehen. Wir haben zumindest festgestellt, dass bei uns, wenn wir dieses Thema angesprochen haben, auch immer eine Menge Fragen von den Usern kamen. Und heute gibt es eine neue Entwicklung, denn es sollte ja zum Jahresende die Servicegebühr sollte erhöht werden auf 18,94 €. Und das ist jetzt geblockt worden. Laut Information der Bild-Zeitung, ich kann das mal kurz vorlesen, ist aus Unionskreisen eine Erhöhung bis Januar 2027 vom Tisch. Der Beitrag soll eingefroren werden. Im Dezember soll es weitere Beratungen bezüglich der Finanzierung geben. So, und das hat natürlich jetzt auch Auswirkungen auf ARD und ZDF. Hier steht auch nochmal, die Öffentlich-Rechtlichen bleibt allerdings der Klageweg. Also die können dagegen vorgehen. Auf welcher Grundlage können die das machen? Also es gibt einen grundrechtlichen Finanzierungsanspruch. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten können auf Grundlage ihres grundrechtlichen Finanzierungsanspruches klagen, der sich aus der Rundfunkfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz ableitet. In dem Artikel 5 Absatz 1 heißt es, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Zweitens, die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Das ist der Punkt, ne? Genau, das ist dieser zweite Satz, ne? Genau, die Freiheit. Und da könnte natürlich sein, dass dann die Rundfunkanstalten meinen, also die Freiheit auch so viel Geld auszugeben, wie sie gerne möchten. Oder sie meinen, die Freiheit ist ihnen genommen worden, diesen Auftrag zu erfüllen. Und um ihn zu erfüllen, brauchen sie mehr Geld. Das wird jetzt als Riesenerfolg gefeiert. Die Bild-Zeitung schreibt hier, nach Bildinformationen sollen 5 lineare TV-Spartenprogramme eingestellt werden. So, was sind das? Also, das so Spartenprogramme sind halt, was ich, Phoenix. Was gibt's da noch? Ja, Kika und so Da weiter, gibt es ne? ja noch diesen Sender, der sozusagen nur Wiederholungen bringt, irgendwie ZDF Neo oder sowas. Genau, und dann Also Kika ist, glaube ich, immer Bernd das Brot. So, dann heißt es hier, beim Hörfunk soll jeder dritte Sender wegfallen. Dann schreibt die Bild überspitzt es natürlich, auch die Luxusgehälter der Senderchefs sollen an den öffentlichen Dienst angepasst werden. Bisher werden diese Gehälter wie festgelegt? Weißt du das? gute Frage. Ja. Also die Gehälter der Intendanten und Direktoren werden von den jeweiligen Aufsichtsgremien der Sender festgelegt. Also bei ARD ist das der Rundfunkrat der einzelnen Landesrundfunkanstalten und beim ZDF der Fernsehrat und der Verwaltungsrat, so nennt sich das Ganze. Diese Gremien sind natürlich dann auch nochmal besetzt und dort sitzen auch Menschen, die, glaube ich, nochmal extra dafür ein Gehalt bekommen. Faktoren für die Gehaltshöhe sind Größe und Budget des Senders. Also Intendanten größerer Sender wie WDR oder SWR verdienen tendenziell mehr als die kleineren Anstalten. Und es kommt auch auf den Verantwortungsbereich an. Und also Komplexität und Umfang der Aufgaben spielen eine Rolle. Und natürlich die Erfahrung und Qualifikation der Leute. Das heißt aber im Umkehrschluss, also wenn ich das richtig verstehe, wenn die Größe des Senders mit reinspielt, das heißt, je mehr Sender oder Untersender die auch machen, umso mehr ist, so größer ist die Verantwortung, ne? Genau, also Größe und Budget des Senders, genau, also wenn jetzt, ne, wir haben ja eben drüber gesprochen, quasi ZDF Neo oder Kika und andere Sachen, die zählen natürlich da rein. Also die haben ja auch alle nochmal Personal, welches dann für den Sender arbeitet. Und dann gibt es ja noch diese ganzen Talkshows, die auch einiges kosten, wo man sich auch fragt, müssen die alle sein? Und dann heißt es hier noch, worauf auch gespart
gespart werden soll, ist der Anteil an Sportrechte an die Gesamtkosten. Also Fußballweltmeisterschaften, Vierschanzentournee und was es da so alles gibt. Ja, da ist aber jetzt die Frage, es gab ja schon mal, also du hast ja jetzt schon erzählt, warum, auf welcher Grundlage die klagen können. Es gab ja schon mal eine Klage gegen Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt hat ja schon mal versucht, das zu blocken, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist aber verloren gegangen, ne? Da haben die Medienanstalten Recht bekommen, wenn ich das Recht in Erinnerung habe. Genau, also da war es so, dass quasi alle zustimmen mussten zu dieser Erhöhung und Sachsen-Anhalt hat dann seine Zustimmung verweigert, zum ersten Medienstaatsvertrag verweigert. Da hat das Bundesverfassungsgericht dann entschieden, dass Sachsen-Anhalt durch das Unterlassen seiner Zustimmung zum ersten Medienänderungsstaatsvertrages die Rundfunkfreiheit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verletzt hat. Genau, du hast es schon angesprochen, dass das Grundgesetz verankert ist, ne? Ist das richtig? Das ist dieser Artikel. Genau, das Ganze ist in der Rundfunkfreiheit, Artikel 5, Absatz 1, Satz 2. Ja, ich lese das mal vor. Hier heißt es zum einen unter 1, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Und zweitens, die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Das ist also dieser zweite Punkt, auf den es ankommt. Ne? Genau. Ja, also dass quasi die Freiheit, diese Berichterstattung und so weiter zu gestalten, also dass es da quasi einen Auftrag gibt an die Rundfunkanstalten, dieser muss erfüllt werden und dafür benötigen die Rundfunkanstalten Geld. Und wenn das Geld nicht kommt, so wie es da passiert ist, weil Sachsen-Anhalt halt nicht zugestimmt hat, haben die dann geklagt und da hat das Bundesverfassungsgericht dann damals gesagt, Sachsen-Anhalt hat durch sein Unterlassen das Recht der Rundfunkfreiheit verletzt. Dieser Ministerrat, der das jetzt erstmal so blockiert hat, gegen den kann aber jetzt per Klage wieder vorgegangen werden, ne? Genau. Wobei man natürlich da auch sagen muss, soweit ich das weiß, also man müsste jetzt eigentlich mal gucken, wer eigentlich, also in dem Ministerrat dürfen ja die Ministerpräsidenten der Länder drin sitzen. Die wiederum haben ja auch Einfluss auf die Rundfunkanstalten. Ja? Wobei es jetzt da natürlich auch eventuell zum Showdown kommen könnte, weil natürlich jetzt hier tatsächlich Einschnitte gemacht werden sollen. Da könnten sich dann sozusagen der Ministerpräsidentenrat und die Chefs der Rundfunkanstalten jetzt tatsächlich entzweien, weil wenn die Ministerpräsidenten das so durchziehen, wie sie es vorhaben oder jetzt hier ankündigen oder die CDU ankündigt, dann wäre ja nächstes Mal dann schon der Einschnitt da und da können die sich jetzt natürlich noch gegen wehren gehen. Ja, wie lange dauert sowas? Wie kann man sich das vorstellen? Das weiß ich nicht. Aber so lange kann es eigentlich nicht dauern, weil das muss ja im Prinzip ist ja ein Teil des Haushalts, der verabschiedet werden muss. Ich frage, weil die haben ja das Bundesverfassungsgericht beim letzten Mal. Geht das denn direkt dahin? Also geht man, oder müssen die noch durch andere Instanzen durch? Oder gehen die direkt, können die direkt ans Verfassungsgericht gehen? Nee, die gehen direkt zum Bundesverfassungsgericht. Also ich würde sagen, obwohl die Rundfunkgebühren ein wichtiger Teil des Haushalts sind, gibt es keinen direkten Hinweis in den bereitgestellten Informationen darauf, dass die Entscheidung aufgrund der Haushaltsverabschiedung jetzt besonders dringlich ist. Für uns nicht. Nee, für uns nicht. Du hattest ja schon mal ein Video gemacht darüber, als der Kollege Julian Reichelt verkündet hat, er bezahlt nicht mehr. Da ist eigentlich, ich weiß gar nicht, ob danach noch was gekommen ist, ob er tatsächlich nicht gezahlt hat oder ob das einfach nur so eine Ankündigung war. Aber die Frage ist ja tatsächlich, kannst du nochmal zusammenfassen, was passiert eigentlich, wenn ich als Normalbürger mich jetzt weigere, diesen Beitrag zu zahlen? Also wenn du die Rundfunkgebühren nicht zahlst, Björn, bekommst du erstmal eine Zahlungserinnerung. Wenn daraufhin immer noch kein Geld eingeht und du immer noch nicht zahlst, dann folgen meist mehrere Mahnungen und der Beitragsservice setzt Mahngebühren drauf. Also soweit klassisches Mahnverfahren. So, kommt auch nach den Mahnungen kein Geld von dir, wird ein sogenannter Festsetzungsbescheid verschickt,
Das klingt jetzt erstmal ein bisschen wie Bußgeldbescheid und hat auch eine ähnliche Wirkung. Es ist ein offizieller Verwaltungsakt, der jetzt verbindlich festlegt, wie viel du schuldest. Also wie viel du dem Staat oder der Rundfunkanstalt schuldest, inklusive aller Gebühren, die da so entstanden sind und Mahngebühren. Und gegen diesen Bescheid kannst du innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Manchmal gibt es Gründe für einen Härtefall, aber soweit ich weiß, liegt der bei dir zumindest aktuell nicht vor. So, wenn du dann immer noch nicht zahlst und keinen Widerspruch einlegst, dann geht das Ganze in die Vollstreckung. Vollstreckung hört sich böse an und ist auch böse. Dann kann also je nach Bundesland das zuständige Vollstreckungsgericht oder das Finanzamt dann diese Gebühren einziehen. Das kann ziemlich ungemütlich werden, denn hier drohen Maßnahmen wie Lohn- oder Kontopfändung, eventuell auch die Pfändung von Sachwerten. Manchmal geht es sogar so weit, dass ein Eintrag in Schuldnerverzeichnis erfolgt. Das heißt, klingt also, dramatisch, aber so kann es tatsächlich kommen. Das heißt also, die können theoretisch dann den Fernseher pfänden, dann kann man ja kein Programm mehr empfangen. Nee, also das ist eine gute Frage, genau. Das wäre sozusagen sehr unlogisch, wenn sozusagen jetzt wenn die Rundfunkanstalt den Fernseher pfändet und dann trotzdem weiterzahlen muss, weil es ist ja keine Voraussetzung, dass du einen Fernseher hast. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es gibt Gegenstände, die so zum täglichen Lebensbedarf dazugehören, die nicht pfändbar sind. Und dazu gehört auch ein Fernseher. Es sei denn, es handelt sich jetzt so um eine 10.000 Euro Mega-Leinwand oder einen absoluten Top-Flachbild, den man dann pfänden kann. Aber ein normaler Fernseher wird dir wohl nicht weggenommen. Und wenn dann nichts zu pfänden ist, was passiert dann? So, wenn auch dann sozusagen nichts gepfändet werden kann, also die Vollstreckung auch nichts bringt und man die Zahlung oder die Abgabe einer Vermögensauskunft immer noch verweigert, ja, also du könntest natürlich auch sagen, pass auf, hier, ich gebe einstaatliche Versicherung ab, ich habe nichts auf dem Konto, ich habe keine Vermögenswerte, ja, und wenn du das aber auch nicht machst, also wenn du keine Vermögensauskunft abgibst und die immer noch verweigerst, dann kann es im schlimmsten Fall zur Haft kommen, nämlich zur Erzwingungshaft. Das bedeutet, da muss man jetzt allerdings aufpassen, das bedeutet nicht, dass man für die Schulden ins Gefängnis geht. Die Erzwingungshaft dient nur dazu, die Abgabe der Vermögensauskunft durchzusetzen. Also letzten Endes ein Druckmittel. Okay, das heißt, man hat nach wie vor die Schulden. Richtig. Ja, ist das schon passiert? Also sind schon Leute ins Gefängnis gekommen? Ich hatte tatsächlich mal so einen Fall auf, damals hieß es noch Twitter, verfolgt. Da ist tatsächlich jemand ins Gefängnis gegangen, der die nicht abgeben wollte, diese Vermögensauskunft. Und ich glaube, der saß auch echt länger im Gefängnis und ich bin mir gar nicht sicher, ob er nicht noch immer da sitzt. Ich habe dazu übrigens auch mal ein Video gemacht, das könnt ihr hier oben verlinkt. Könnt ihr euch das nochmal anschauen. Du hattest ja auch dieses Video mal gemacht über Julian Reichelt und dass er sich weigern oder dass er großartig angekündigt hat, dass er sich weigert, die GZ zu bezahlen. Mhm. Wie ist das weitergegangen? Weiß man, ob er die GZ bezahlt? Nee, ich habe darüber nichts mehr gehört. Eigentlich müsste er sie gezahlt haben, denn ansonsten würde er ja sozusagen in Haft gehen, nach dem, was wir gerade gesagt haben. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass da eine Ausnahme gemacht wurde, weil es sich um Julian Reichelt handelt, aber im Endeffekt weiß ich nicht genau, wie dieser Fall aktuell aussieht und wie er enden wird. Ich meine, wir wissen ja nicht mehr, es könnte ja auch sein, dass er seine Sendung momentan aus dem Gefängnis macht. Ich meine, ich kann den Fernseher wahrscheinlich mitnehmen da und sich davor theoretisch setzen. Theoretisch könnte es auch sein, dass er aus dem Gefängnis sendet. Wobei auch, sage ich mal, jetzt im Vollzugsrecht es nicht vorgesehen ist, dass du aus dem Gefängnis, aus dem Vollzug sozusagen YouTube oder YouTube-Videos aufnehmen kannst und senden kannst oder einen Sender betreiben kannst. Wenn es denn so wäre, dass er aus dem Gefängnis sendet, würden wir ja auch dafür aufkommen, weil wir ja die Gefängniskosten bezahlen als Normalbürger mit den Steuern. Das stimmt. Gut, aber den können wir ja nochmal, den kann man ja nochmal nachforschen. Würde mich wirklich mal interessieren, was da so passiert ist oder wie das weitergeht. Wenn es euch gefällt, gebt uns den Daumen. Fragen schreibt bitte
einfach in die Kommentare und Abo nicht vergessen. Ganz wichtig. Servicegebühr. Bis dahin. Euer Björn. Und euer Johannes. Bis dahin. Reinhauen.